wird, fliegt er gleich ins Wasser. In Vietnam gibt es sogenannte Kokosnussboote. Sie sehen aus wie eine halbe Kokosnussschale und man kann damit eine Tour durch die Mangroven machen. Aber das Krasseste ist, welche Kunststücke damit möglich sind. Mit seinem Körper und Paddel bringt er es so in Schwung, dass es sich komplett auf dem Wasser dreht. Wird ist Gott sei Dank heile zurückgekommen. Würdet ihr euch da reinsetzen?